Seit Donnerstagabend ist Lukas Ribamar ein Löwe, am Freitagmorgen ist er gleich wieder weg. Grund: ein Besuch beim KVR, denn die Arbeitserlaubnis für den Brasilianer fehlt noch. Während der Rest auf dem Rasen schuftet, füllt Ribamar also Formulare aus und kommt erfolgreich nach einigen Stunden wieder. Jetzt darf sich der Anhang auf einiges freuen. Er ist ein sehr großes Talent, er ist jung. Wie man sieht, körperlich ziemlich weit für sein Alter. Für den 19-Jährigen ist der Wechsel von Botafogo Rio de Janeiro zu 60 der große Sprung nach Europa. 2 Wochen haben sich die Verhandlungen gezogen, aber jetzt ist es geschafft. Ich freue mich wahnsinnig, dass es endlich losgeht. Ich habe so lange warten müssen. Ich bin sehr dankbar und überglücklich. Runjaic und der Verein sind das ebenfalls, wenn Ribamar liefert. 2,5 Millionen Euro soll er gekostet haben. Er wäre damit der teuerste Transfer der Vereinsgeschichte, was nicht jeden so wirklich juckt. Was wichtig ist, dass er jetzt hier ist, dass er hier ist, dass die allgemeine Aufbruchstimmung, die wir hier täglich spüren, ja, mit auch diesem Transfer noch einmal ja, bestätigt, dass wir uns nicht nur auf den richtigen Weg bewegen, sondern dass wir was Großes vorhaben. Vor 3 Tagen Ivica Olic verpflichtet, jetzt Ribamar. Und am Wochenende soll Stefan Aigner zurückkehren. Die Münchner Löwen brüllen dieser Tage ganz schön laut.